Jetzt sind wir wieder da zurückgekehrt zu einem Bunker, den was ich sehr lang gesucht habe. Der ist da in der Nähe von Leoberstorf-Schönau. Jetzt werden wir den Durchstieg wagen. Also da vorne sieht man den Eingang und dann ist das alles aufgeschüttet worden da. Ist ein Luftschutzbunker und ungefähr, schätze ich so, 100 Meter lang. Mit dabei ist der Andi und der Peter. Hallo. Der Peter hat mich da auf die Spur gebracht. Ich selber habe, wie gesagt, schon lange gesucht, aber habe ihn nie gefunden. Und dann gehen wir so. Glück auf! Ja. Als erstes finde ich, oh je! Aufpassen! Ich hasse euch. Fahrt da cool vorbei. Bei Bahnkilometer 0,8. Ja, wie das letzte Mal da war, war noch nichts verwachsen. Wie gesagt, das Ganze, der Luftschutzbunker, ist aufgeschüttet worden. Ja, da ist ja kein Berg nicht. Und man sieht da den großen Hügel. Andi und der Peter sind schon vorn. Gehen da jetzt um die Ecke. Ich habe auch meine Kanon mit neuem Blitz, weil ich etliche Standfotos machen möchte. Das andere filmen wir alles mit dem Handy. Heute haben wir ungefähr schon 30 Grad, wie das letzte Mal da war, haben wir so 0 Grad gehabt. Aber man sieht, es ist schon alles verwachsen. Tritt ein, du wirst willkommen sein. Da sind schon zwei Herrschaften. Die kommen ja schon, sind gerade bei mir vorbeigegangen. Peter und Andi. Schauen da jetzt glücklich und zufrieden in die Tiefe. Schauen wir, was uns erwartet in der Tiefe. Peter, du warst ja schon unten. Ja. Es ist ja, muss man sagen, ein Luftschutzkeller oder Bunker, was eigentlich noch sehr gut benannt ist, gell? Kein Müll, nichts. Das ist richtig, das ist ein Luftschutzdeckungsgraben, da gibt es zwei hier. Bei Luftangriffen hat es natürlich gegolten, die Angestellten in Sicherheit zu bringen. Vermutlich hat man deswegen diese Luftschutzdeckungsgräben errichtet, Thomas. Die sind in einem außergewöhnlich guten Zustand, wie du schon gesagt hast. Man sieht auch die Beschriftungen noch an der Wand, Frauen, Feuerwehr etc. Du sagst richtig, Entschuldigung, wenn ich unterbricht, sagst richtig, Luftschutzdeckungsgraben. Ja, ja. Also so heißt es in der Expertensprache. Ja. Für uns ist es ein Luftschutzbunker, wo halt die Leute Zuflucht gesucht haben bei Angriffen, die was ab 43 dann da das in der Gegend. Man sieht es ja, da geht es jetzt schon runter, über die Stirn. Das schaut wirklich alles ganz toll aus. Die Spinnweben da an der Wand. Und du hast ja gesagt, Luftschutzdeckungsgraben, das heißt, da wird es mehr geben. Plural war Luftschutzdeckungsgräben. Gut, dann wünsche ich Glück auf, meine Herren. Danke, schauen wir, was wir sehen. Ab in die Tiefe. Jawohl. Schön langsam. Nur nicht tunneln. Vorsicht, Stock. Das ist interessanter. Da hat sich so Details aufgehalten, weil das wirkt eigentlich sehr elegant, die Rundung von dem Geländer. Ja, da habe ich das letzte Mal vermutet, das habe ich das letzte Mal schon fotografiert, dass der vielleicht eh schon früher angelegt worden ist. Weil die meisten Bunkeranlagen sind ja da erst 44, Ende 43 angelegt worden und auch nicht fertig worden. Ja, und erst wie du richtig sagst, 1944 eigentlich in Auftrag gegeben worden. Ist ja auch wunderschön, diese Stalltür da, das ist ja auch ein wunderschönes Relikt. Ja, wenn man das mal anschaut. Ich sag, das letzte Mal war er hier unten ohne Licht. Aber heute haben wir ja alles mit. Und nicht da oben noch. Da sieht man auch die Verriegelung ganz toll. Jetzt würde man nicht sagen, da hinten der Pfeil. In eine andere Richtung kann es eh nicht gehen, wie nach links. Immer an der Wand lang. Immer an der Wand lang, ja. So. Da geht ja
gleich nach dem Eingang ein Luftschacht hinauf, den ganzen Berg. Der Andi ist so lieb und hält mir das Licht noch ein bisschen runter, ja, da oben sieht man. Darum ist da so gut zirkuliert, das Ganze. Da kommt Frischluft rein und zieht natürlich da durch. Gut geplant. So, jetzt werden wir da weitergehen. Andi macht heute den Beleuchter, was normalerweise der Thomas macht. Das haben wir toll ausgerüstet, mit Licht wenigstens. Wie gesagt, wie ich das letzte Mal hier war. Habe ich wenig Licht mitgehabt. Der Pfeil führt weiter in die Tiefe. Aha. Da waren auf alle Fälle Bangau. Die Bangau waren sicher für die Frauen und für die Feuerwehr. Aufgeschrieben. Frauen und Feuerwehr. Das ist nicht lange, dass die Feuerwehr da sitzen hat dürfen, aber wie soll ich sagen? Und da war die Rehe überhaupt für die Feuerwehr und für die Feuerwehr bleiben diese Sachen natürlich sehr wichtig. Da haben wir es nur bei. Feuerwehr. Was da oben drüber ist, fühlen wir lieber nicht. Das ist aber auf der Seite, wenn du schaust, ist das eine komplett andere Schrift als die herum. Mhm. Okay. Du hast die Blockschrift und drüben die Heinzelmännchenschrift. Wobei ja, ich glaube, genau, dass die auf der anderen Seite von damals vielleicht noch sein kann und nur nachgezogen wurde. Das könnte man eher vorstellen. Ja, die Schrift schaut mal. Ja. Schaut authentisch aus, ja, von der damaligen Zeit. Frische Snackpoint, weil da war schon überall die Spinnweben drüber hängen. Aber es ist interessant. Ein schönes Loch. Haben wir da wieder? Aha, das ist aber zugemacht. Aber dürfte auch so eine Entlüftungssache gewesen sein. So, jetzt werden wir wieder ein paar Standfotos machen. Peter und der Andi, dann da jetzt Fachsimpeln fahren. Das heißt, Andi immer gebaut, in einem 90 Grad Winkel. Wenn du schaust, da sind in der 90 Grad Winkel, da geht es ein paar Meter um, biegt dann wieder in einem 90 Grad Winkel auf. Wir nehmen es dann immer auf, man hört es eh. Das ist deswegen, wenn eine Bombe irgendwo im Umfeld draußen umschlagen würde, dass sich der Schall und vor allem der Druck von diesem Sprengkörper, dass das weit abgemindert wird. Das heißt, wenn draußen was explodiert, dann kennt das durch einen Tunnel das durchfahren, aber er würde es immer wieder bei diesem. Wie gesagt, die fotografiert da nicht. Das ist ganz klar. Das heißt, mit jedem Mal, wo sie bricht, würde der Druck abgemindert werden und würde an Kraft verlieren. Und das war natürlich dann sehr viel Sicherheit für die Menschen, die da Sicherheit gesucht haben. Das ist ganz klar. Wie der Didi gesagt hat, das waren die Sicherheit, die Sitzgelegenheiten da. Da hast du heute noch die Stangen raus, da sind ganz normale Holzbretter gewesen, da sind die Leute oben gesessen. Die sind natürlich schon vermutet, das ist ganz klar. Und es hat dann auch so Trockenaborte gegeben, die findet man da herinnen natürlich nicht mehr. Die hat man teilweise in Niederösterreich, gibt es noch Plätze, wo man es noch findet, weil die Leute haben natürlich auch ihre Notdurft verrichten müssen. Und das ist das Lustige, wenn es solche Trockenaborte hast, wo die Leute einfach dann ein Geschäft verrichtet haben. Die haben dann auch einige Sachen wieder verschwinden lassen. Das heißt, irgendwelche Hoheitsabzeichen von damals etc., Ausweise, irgendwas, womit man dann festmachen kann, wie es wirklich sein. Na, und so Chlorloch gibt es herinnen noch? Herinnen nicht, nein. Es hat ja in gewissen Luftschutzdeckungsgrenzen hat es welche gegeben, gerade in die großen. Ja, wie ein Brandbunker im Berndorf, da hat es das alles gegeben, ist leider aber auch so. Jetzt geht es weiter, da steht jetzt Deutsch. Deutsch für Anfänger. Keine Ahnung, warum da Deutsch steht. Vielleicht geht es Richtung Deutschland. Aber überall ganz toll die Beschriftungen. Aussteigen, aus, wo steht da? Aufsteigen verboten. Klo.
wir da einmal in Planung gehabt oder war da auch ein Ausgang? So Nischen oder war das eh für ein Gehorn noch getan? Es kann sein, dass man dort die Aborte kommt, zum Beispiel. Ja. Das sind solche Tontgegenden, wo man das gern kommt. Und da natürlich auch gleich wieder ein Abzug. Gut gemacht, das Ganze. Schönes Bunkersystem. Ich bin restlos zufrieden. Weil ich denke, dass seit haben wir ihn, was haben wir heute? Im 30. April, Walpurgisnacht. Und noch dazu ungefähr 30 Grad draußen. Und da herinnen schön kühl. Und auf die Nacht lassen wir die Hexen steigen. Walpurgisnacht, Nacht der Hexen. Eben eh nur.